Hallo und wie geht's? In diesem Video spreche ich über das Straßenradrennen der Olympischen Spiele 2000 in Sydney. Für dieses Video habe ich ganz viel altes Material zusammengesucht und zusammengeschnitten. Da muss ich mich auch bei Hedwig Classics bedanken. Er hat mir ganz viel Material noch zusätzlich gegeben. Von diesem Video gibt es eine erste Version, in dem mehrere Rennmomente noch fehlen. Aber Hedwig Classic hat mir Videomaterial gegeben, welches die Lücken füllt. Er hat auch einen YouTube-Account. Ich habe den mal hier unten verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei und gebt ihm ein Like und abonniert den Kanal. Und wenn ihr schon mal dabei seid, abonniert auch meinen Kanal. Ich bedanke mich jetzt schon. Zur sportlichen Situation. Das sind die Olympischen Spiele 2000. Wir haben den 27. September, 2 Monate nach der ersten großen Niederlage von Jan Ullrich bei der Tour de France. Er verlor gegen Lance Armstrong und Lance Armstrong hat damit seinen zweiten Titel bei der Tour de France geholt. Und dann geht das Rennen auch schon los. Etwas ungewöhnlich für heutige Zeiten, dass das Rennen mit einem stehenden Start losgeht. Es nehmen 154 Fahrer aus 41 unterschiedlichen Nationen teil und es findet statt in einem Vorort von Sydney. Kurzer Flashback zu dem Jahr 2000. Was war da passiert? Putin wurde russischer Präsident. Die Expo 2000 war in Hannover. Das Wort des Jahres in Deutschland war Schwarzgeldaffäre. Frankreich wurde Fußball-Europameister. Michael Schumacher wurde zum ersten Mal im Ferrari Weltmeister. Die meistverkaufte Single in Deutschland in diesem Jahr war der Anton aus Tirol von DJ Ötzi. Zurück zum Radsport. Am 25. Januar wurde Remco Evenepoel geboren und am 2. April wurde Binan Girmay geboren. Und jetzt hören wir uns einfach mal die Streckenbeschreibung an. They're going to get to know it pretty well over the next near 6 hours because they start to finish outside the Sydney Football Stadium, but then we go out onto Anzac into Allison Road, around the outside of Centennial Park, down a nasty descent into Bronte, up the climb away from the beach, that could be decisive, over the top into Queen's Park Road, and then we enter the park itself, where they go around a big circuit within Centennial Park. We expect a lot of people settling in there today for what is a full day of cycling passing through the park. Once they're out of the park, they just cross over into Moore Park, and then they'll face up about a 750-meter very straight finish. It is a finish for the sprinters, but the obstacle is, of course, the 39 kilometers for the sprinters to survive. Now Lance Armstrong. Es werden 14 Runden gefahren und eine Runde umfasst ungefähr 17 Kilometer. Das Frauenrennen, was am Tag vorher gefahren wurde, dort kam ungefähr die Hälfte des Hauptfeldes an und es kam zu einem Massensprint, der von Van Morsel gewonnen wurde. Die Highlights dieses hügeligen Parcours sind ganz klar die zwei Steigungen. Die erste beginnt ab Kilometer 5 und führt über 800 Meter mit einer durchschnittlichen Steigung von 5% entlang. Dann kommt es zu einer 700 Meter steilen Abfahrt und bei Kilometer 7,5 kommt es zu einer Steigung, die 1,2 Kilometer lang geht und im Durchschnitt 6,6% hat. Sie ist deutlich steiler, denn in der Mitte gibt es ein 150 Meter langes Plateau. Bei Olympischen Spielen sind es immer national, also die Fahrer haben nicht die gewohnten Unterstützer dabei, den Leuten, die sie normalerweise vertrauen können. Und die Teams sind auch deutlich kleiner als bei normalen Rennen. Deswegen beginnt das Rennen sehr verhalten. Im ganzen Rennen gibt es immer wieder Ausreißer aus dem Hauptfeld, denn das Hauptfeld ist ganz schlecht da drin, Ausreißversuche abzuwehren. Nun befinden wir uns in Runde 5 und es haben sich die ersten zwei Ausreißer gefunden. Evgeny Vaka aus Kirgisistan. Und Orlando Rodriguez aus Portugal. Sie haben ungefähr zu dieser Zeit eine Minute Vorsprung. Der Vorsprung der Gruppe erhöhte sich immer wieder auf 1 Minute 30, 1 Minute 35. Aber wenn die Hügel kamen, schrumpfte der Abstand auch wieder ganz schnell. Und weil der Abstand so niedrig war, hat es immer wieder dazu geführt, dass Leute aus dem Hauptfeld angegriffen haben und zu den Ausreißern vorgefahren sind und die Gruppe immer größer wurde. Jetzt sind sie schon zu viert. Aber auch diese Gruppengröße sollte nicht lange von Bestand sein. Denn in nicht vorhandenem Material hat sich eine weitere Gruppe aus dem Hauptfeld gelöst und angegriffen und war dabei, die Vierergruppe einzuholen. Aus der Führungsgruppe musste sich einer zurückfallen lassen und so war die Gruppe nur noch zu dritt. Was aber auch nicht lange anhalten sollte, denn die 7er-Gruppe kam immer näher und so sollte sich eine 10er-Gruppe bilden. Diese 10er-Gruppe war schon ziemlich stark, unter anderem war unter ihnen Leon van Born, amtierender niederländischer Meister und ein Klassiker-Spezialist. Die Gruppe war auf jeden Fall stark genug, um das Rennen zu gewinnen und fast alle starken Nationen hatten einen Fahrer mit dabei. Nur nicht die Australier und die wollten natürlich bei der Olympiade zu Hause im eigenen Land versuchen, das Rennen nicht aus der Hand zu geben und mussten jetzt alleine versuchen, das Hauptfeld zurückzuholen.
Sie mussten die ganze Arbeit alleine machen, denn keine andere Nation hat ihnen natürlich geholfen, denn die hatten ja alle Fahrer vorne drin. Aber anstatt dass die Australier es geschafft haben, das Peloton wieder zurückzuführen und die Ausreißer einzuholen, haben sie bei der Steigung dafür gesorgt, dass das Hauptfeld in zwei gerissen ist und nun gab es eine 17-Fahrer starke Verfolgergruppe. Das war ein rennentscheidender Moment, denn in dieser 17-starken Gruppe waren unter anderem Jan Ullrich, Andreas Klöden und Alexander Vinokurov. Wir befinden uns nun in Runde 12 und die Rundengeschwindigkeiten werden immer schneller, das heißt, das Rennen geht jetzt richtig los. Und diese Reifenpanne habe ich mal nicht weggeschnitten. Ich wollte einfach nur zeigen, wie schnell das damals ging und wie lange es heute einfach dauert. Beim Zeitmessen kam ich auf ungefähr 14 Sekunden und das Ersatzlaufrad hatte nicht mal Schnellspanner. Der Abstand von der Ausreißergruppe zum Hauptfeld war nicht besonders groß. Und nun ging es in die entscheidende Phase. Schafft es das Hauptfeld nochmal, die Ausreißer einzuholen? Im Hauptfeld sind nun die Spanier gefahren, denn sie hatten ihren Fahrer aus der Ausreißergruppe verloren und waren nun die stärkste Nation, die keinen Fahrer mehr im Ausreißerteam hatte und somit auch keine Chance hatte, das Rennen zu gewinnen, sollten sie das Hauptfeld nicht einholen. Und hier sehen wir nochmal schön die Abstände. Die Führungsgruppe hat 11 Sekunden Vorsprung auf den Verfolger, der eben den Vorderradschaden hatte und deswegen zurückgefallen ist. Und das Hauptfeld hat nochmal 33 Sekunden Abstand. Hier in diesen Bildern sieht man sehr schön, wie die Führungsgruppe vorne fährt und der Verfolger hinten schon angerauscht kommt. Alleine, natürlich sehr anstrengend, alleine zu fahren. Und ein paar Sekunden später kommt auch schon das Hauptfeld, ganz langgezogen. Daher sieht man, wie schnell die fahren. Hier geht es wieder bergauf und wir sehen die Führungsgruppe, wie sie am Limit fährt. Dahinter der Verfolger, der versucht nochmal dran zu kommen. Und natürlich das Hauptfeld, das angeführt von den Spaniern, nochmal versucht, an die Ausreißer ranzukommen, um noch Siegchancen zu haben. Die Spanier haben durch ihre Anstrengung den Vorsprung so stark verkürzt, dass die Führungsgruppe nicht mehr daran glaubt, so noch durchzukommen und es starten die ersten Angriffe aus der Führungsgruppe. In diesem Fall ist es Zipjeni Spruch und Andreas Klöden, die versuchen sich von der Ausreißergruppe abzusetzen. Aber ihr Angriffsversuch hält nicht sehr lange, sie werden schon gleich von der Gruppe wieder eingeholt. Und schon wird gleich gekontert von Jan Ullrich zusammen mit Pentani, versuchen sie sich abzusetzen, aber auch dieser Angriff gelingt nicht. Aber wir kommen auch schon zum Ende des Anstiegs und die Gruppe läuft wieder zusammen. Aber durch den Angriff von Jan Ullrich hat man gesehen, wie fit er ist. Er ist in der richtigen Gruppe und deswegen nimmt das Fernsehen ihn auch in den Fokus und zeigt ihn. Denn es kristallisiert sich raus, dass er ein wahrscheinlicher Favorit für dieses Rennen ist. Die Verfolgungsarbeit der Spanier hatte zur Folge, dass der Abstand so gering wurde, dass einzelne Fahrer, die stark an den Anstiegen sind, aus der Hauptgruppe angreifen konnten und zu den Ausreißern hinüberfahren konnten. Und so wird die Gruppe immer größer und größer und immer stärker und stärker. Auch die Spanier bekamen einen Fahrer in die Führungsgruppe rein. Der Abstand lag nur bei 25 Sekunden von der Ausreißergruppe zum Hauptfeld. Aber die Holländer verloren einen Fahrer in der Verfolgergruppe und mussten nun im Hauptfeld die Arbeit übernehmen. Und der Abstand wuchs auf 35 Sekunden. Wir sind nun in der letzten Runde und der Abstand der Führungsgruppe zu dem Hauptfeld ist wieder etwas geringer geworden, was dazu sorgt, dass immer wieder Leute aus dem Hauptfeld angreifen und zu der Führungsgruppe fahren. Darunter sind auch ziemlich starke Fahrer. Das sorgt dafür, dass die Führungsgruppe nicht mehr ganz so gut zusammenarbeitet und es nun anfängt, Angriffe zu geben aus der Führungsgruppe heraus, um das Rennen so zu gewinnen. Aber die Angriffe werden entweder pariert oder gleich gekontert. Und
because his job, you'll feel, has been done. He wants Hincapie to take gold today, and then he'll try and take out the gold on Saturday. It's quite a simple formula. So this is a most interesting breakaway now. Five riders trying to sneak away here as they are over the top of the climb in McPherson Street, heading down towards the coast once more. They know that's the hardest part, don't they, Phil? That's why they've launched that attack. That's right. Aufgrund der Angriffe aus der Führungsgruppe und der daraus resultierenden Tempoverschärfung hat die Führungsgruppe Zeit auf das Peloton gut gemacht, aber sich deutlich in die Länge gezogen und bei der Abfahrt kommt sie jetzt wieder etwas zusammen. There's going to be some attempts this time over the climb. It's not going to be a big surprise. Well, this is amazing because the Spanish are driving this group. Now, I was under the impression Abraham Alano was in the lead group, was it? Not sure whether he's got dropped down. Maybe he isn't. We'll see if we can catch a sight of him again. Die Kommentatoren haben schon gesagt, dass sie jetzt im nächsten Hügel angreifen würden. Now brings them down through Bronte. Maxiandri there in that white flash to the top of his blue jersey. You head towards Bronte now. Jan-Ulrich versucht gleich am Anfang des Anstiegs anzugreifen. Dabei zerreißt er die ganze Führungsgruppe in mehrere Teile. Ist er stark. Das ist sein Terrain. Das ist sein Terrain. Da zieht er durch. Da nimmt er einen Zahn mehr und geht ab die Post. Was drückt er hier? Er nahm wieder einmal Kritik in Kauf in Spanien. Sein Verhalten da, sein Aussteigen auf der 13. Etappe. Die Spanier vor allen Dingen nahmen ihm das übel, aber er tat es in Voraussicht für Olympia. Und nur seine Teamkollegen Andreas Klögen und Alexander Vinokourov schaffen es, zu ihm aufzuschließen. Da gibt's den Konter gleich, aber er hat hier attackiert, Jan-Ulrich, und das tut den anderen weh. Vinokourov ist da mitgekommen und Andreas Klöten, ein reines Team Telekom an der Spitze. Dreimal Telekom, das ist der Alexander Vinokourov. Vinokourov sieht erst so aus, als würde er die Truppe nicht halten können, aber holt dann doch wieder auf. Wahnsinn. Ich sage nur Wahnsinn. Dieser Andreas Klöden, da haben wir noch gerätselt vor zwei Tagen über seine Form, weil es zuletzt... Wir sind nun in der letzten Runde und die drei haben sich abgesetzt. Sie sind nicht mehr einzuholen und es ist klar, die Medaillen werden unter den dreien verteilt. Und das Bemerkenswerte daran ist, zu damaliger Zeit sind alle für das gleiche Team gefahren, alle für Team Deutsche Telekom. Also theoretisch sind sie immer noch einzuholen, aber dadurch, dass sie alle in einem Team sind, war es natürlich klar, dass sie gut zusammenarbeiten und sozusagen ein Mannschaftszeitfahren machen. Die Führungsgruppe aus den drei Telekom-Fahrern arbeitet stark zusammen und es sieht nicht danach aus, dass sie noch eingeholt werden. Zum einen mal, weil die ganzen Verfolger alle in kleine Gruppen zersplittet sind und keiner so viel Arbeit machen kann wie alle drei zusammen. Hinzu kommt, dass alle drei vorne noch richtig gute Zeitfahrer sind und das sorgt dafür, dass ihr Vorsprung noch wächst, anstatt dass er schrumpft. Bei der Abfahrt versucht es Vinokourov, ein bisschen Abstand zu seinen Teamkameraden zu gewinnen. Sie sind normalerweise seine Teamkameraden, aber bei der Olympiade fährt er ja für Kasachstan und ist somit eigentlich kein richtiger Teamkamerad von ihnen. Und dieser softe Angriff, sich davonschleichen, wird aber unterbunden von Jan-Ulrich. Und Jan-Ulrich erklärt ihm auch, glaube ich, nochmal, dass er das nicht ganz so cool fand. Bei der Abfahrt anzugreifen ist natürlich das Gefährlichste und das gefährdet natürlich die Medaillen für alle drei. Natürlich auf dem Flachsten sind sie die Stärksten zurzeit. Und auch beim Anstieg haben die drei gezeigt, dass sie die Stärksten in diesem Rennen sind. Ich jedenfalls sehe kein Problem darin, von Vinokourov versuchen, sich die Goldmedaille zu holen und davon zu schleichen. Jedenfalls greift Jan-Ulrich nochmal 3 Kilometer vor Ende an.
so lange wollte Jan Ullrich anscheinend nicht warten. Lieber heute als übermorgen. Und er hat diese Chance genutzt. Grandios. Und hier sieht man schon, wie Jan Ullrich sich bei der Führungsübergabe im Rücken von Vinokurov davonschleicht und richtig stark antritt. Vinokurov versucht das noch zu kontern, aber der Abstand wird größer und größer. Er weiß, er ist jetzt ein 1 gegen 1 mit Jan Ullrich, denn Andreas Klöden wird überhaupt keine Arbeit leisten und nur im Windschatten hocken. Es geht hier bergauf, das sieht man leider nicht ganz so gut. In einer anderen Perspektive kann man es vielleicht besser sehen, wie Jan Ullrich da richtig beschleunigt hat und Vinokurov abgehangen hat. Sofort als Jan Ullrich in den Zeitfahrmodus ging, war es ein 1 gegen 1 und da ist Jan Ullrich im Zeitfahren einfach deutlich stärker. Jetzt sieht man hier nochmal gut, wie es bergauf geht in dieser nächsten Perspektive. Jan Ullrich jetzt volle Kanne im Zeitfahrmodus. Jan Ullrich als amtierender Zeitfahrweltmeister natürlich jetzt ganz stark der Favorit, ungefähr 3 Kilometer vom Ziel und muss jetzt einfach nur noch durchhalten. Die anderen beiden werden jetzt natürlich nur noch so zusammenarbeiten, dass sie nicht mehr eingeholt werden, aber auch nicht, dass sie ihn noch einholen. Das hier ist jetzt eigentlich schon die Triumphfahrt. Er muss natürlich noch weiter treten, aber er wird eigentlich nicht mehr eingeholt. Als sportlicher Direktor kann man jetzt schon den Sekt rausholen und einschenken. Andreas Klöden, der zusammen mit Vinokurov hinter ihm in der Verfolge war, hatte natürlich kein Interesse, seinen eigenen Teamkameraden einzuholen. Und auch bei Vinokurov gibt es Gerüchte, die sagen, er hätte nicht 100% gegeben, um seinen Telekom-Teamkameraden gewinnen zu lassen und hätte dafür Geld erhalten. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich weiß, dass Jan Ullrich ein so starker Zeitfahrer war, das hat er auch ein paar Tage später als Zweiter des Zeitfahrens bewiesen, dass er im 1 gegen 1 Vinokurov schlagen konnte im Zeitfahren. Und so jedenfalls fuhr Jan Ullrich alleine auf die Zielgerade zu. Er guckt sich die ganze Zeit um, weiß noch nicht sicher, ob er genug Abstand hat, fängt aber an zu jubeln, ist sich aber trotzdem noch nicht ganz sicher und guckt sich immer weiter noch um. Und jubelt dann doch wieder. So 100% sicher ist er sich dann doch nicht. Vielleicht hat er immer noch Angst, dass Armstrong ihn irgendwie überholt. Und dann gehen wir jetzt mal in den Originalton aus Deutschland. Was für ein Tag für den deutschen Radsport! Was für ein Tag für Jan Ullrich! Olympiasieg! Vinokurov holt sich Silber, Klöden holt sich Bronze und Vinokurov muss nicht ganz traurig sein, denn 12 Jahre später holt er Gold in London. Das Video ist noch nicht ganz zu Ende, aber falls es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, das würde mir ziemlich helfen. Und hier sieht man auch nochmal, wie gut die deutsche Taktik war, dass auch wenn das Rennen ganz anders verlaufen wäre und es zu einem Massensprint gekommen wäre, hätte Erik Zabel gewonnen, denn er gewinnt den Sprint aus dem Hauptfeld. Und hier sieht man nochmal, dass die 3 Telekom-Fahrer fast 1 Minute zu den Verfolgern aufgebaut hatten. Und hier noch ein paar Bilder von nach dem Rennen. Man sieht, im Gegensatz zu vielen anderen Rennen zu der Zeit, hatten alle Fahrer Helme an, das war wahrscheinlich irgendeine Regel von Olympia, was schon sehr fortschrittlich war. Und kommen wir zur Top 10. Gold geht natürlich an Jan Ullrich, Silber geht an Alexander Vinokurov, Bronze an Andreas Klöden, auf der 4 ist Michel Bartoli, auf der 5 Laurent Jalabert, auf der 6 Frank Hoy, auf der 7 Piotr Wadecki, auf der 8 George Hincapie und auf der 9 Paolo Bentini, 10 geht an den Russen Dmitri Konischev und auf der 13 Erik Zabel. Und rechts aus Frankreich und Belgien spendieren hier reichlich Applaus auf der Tribüne für diese wirklich sportlich erkämpfte Goldmedaille für Jan Ullrich, den Triumphator des Olympischen Radrennens. Mein Gott, was war das für eine Attacke? Im Interview hat er es gesagt, das hatte ich mir ganz genau vorgenommen. Und jetzt schauen Sie den Haarschnitt, den kürzesten, den Jan, sagen wir mal, seit dem Alter von 11, als er das erste Mal aufs Rad stieg, wohl gehabt hat. Er hat ihm geholfen. Sein Teamkamerad Alexandre Vinokurov fuhr für Kasachstan, aber heute auch für Deutschland, für Jan Ullrich, stieg hinterher bei dem Antritt von Ullrich und wird belohnt mit der Silbermedaille. Und
Um die Zukunft des deutschen Radsports muss einem wahrlich nicht bange sein nach dem Auftritt auf der... Ich hoffe, euch hat die überarbeitete Version von diesem Video gefallen. Jetzt sind ein paar mehr Lücken geschlossen, insbesondere von den Angriffen von Jan Ullrich. Auch wenn die Regie im Fernsehen damals die Angriffe von Jan Ullrich nicht wirklich gut wiedergegeben hat, zum Beispiel als er unten am Berg angegriffen hat und sie noch gezeigt haben, wie andere Leute den Berg runtergefahren sind, da wurde halt einfach komplett verpasst, den Angriff zu zeigen und man sieht nur, wie Jan Ullrich schon ein paar Meter entfernt ist. Trotzdem hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und die Lücken wurden jetzt geschlossen, damit man ungefähr weiß, wie das Rennen wirklich abgelaufen ist. Wenn ihr wollt, kann ich auch nochmal ein ganz langes Video machen, ohne Kommentar von mir, wo man fast die ganzen Rennmomente sieht, also mehrere Stunden. Zusätzlich werde ich noch ein Video hochladen mit einem Interview im ZDF am Abend nach dem Olympiasieg mit dem ganzen Rad-Olympia-Team. Schreibt in die Kommentare, was ihr von allem haltet. Habt einen schönen Tag und nicht zu vergessen, abonnieren und liken. Wir sehen uns. Tschüss.